So, seid gegrüßt, Sprecher. Halten wir uns kurz. Tja, das kannst du nicht, ne? Ach ja. Mögen wir der Mutter der Nacht ewiglich dienen. Geh du da mal weg. Ich gehe mich mal umziehen. Moment mal. Ich gehe mich mal seid umziehen. Gegrüßt, vor euren Sprecher. Augen. Hehehe. Jetzt können wir Gewand und Kapuze anziehen. Die haben zwar keine Rüstung, dafür sind sie leicht und haben magische Werte. Und wenn man richtig Assassine spielt, nicht so wie ich, der als Kamikaze-Magier die Schlacht stürmt, ist ja eigentlich akzeptabel, weil man soll ja. Ja. Man soll sie ja schleichend töten. Ah, verdammt, ich glaube, ich habe nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Moment, verzeiht. Ich habe drauf gedrückt und Lucien Lachance wurde von der schwarzen Hand getötet, ausgezogen und verstümmelt. Anscheinend hielten sie ihn für einen Verräter und haben ihn entsprechend bestraft. Seid gegrüßt, Sprecher. Ihr seid wie eine sündhafte Vision, so wunderschön. Danke, danke. Mögen wir der Mutter der Nacht ewiglich dienen. Ja, wie viel Uhr haben wir? Auf geht's. Wer zerspricht? Lass uns zur Mutter der Nacht aufsprechen. Die Mutter der Nacht muss erweckt werden, damit wir ihre Weisung erflehen können. Seid ihr bereit, euch nun zu ihrer Ruhestätte zu begeben? Wenn ich dich darauf anspreche, dann denke ich ja. Lasst uns gehen. Warum leckt es? Sehr gut. Und so beginnt die Reise der schwarzen Hand in eine Finsternis, die sich nur wenige vorstellen können. Lasst uns gehen. Die Mutter der Nacht erwartet uns. It's night. Ah, die Mutter der Nacht. Die Einheimischen nennen diese Statue die glückliche alte Dame. Sie haben keine Ahnung, wie glücklich sie wirklich sind. Denn diese Steinfigur verbirgt den Eingang zu dem am meisten verehrten unheiligen Ort der dunklen Bruderschaft. Der Gruft der Mutter der Nacht. Ihre Nase. Wir werden gleich beginnen. Ich werde einen Zauberspruch rezitieren und anschließend können wir in die Gruft eintreten und um eine Audienz mit der Mutter der Nacht bitten. Ich weiß, mein Kind, dass dies alles ein wenig überwältigend ist, aber seid unbesorgt, alles wird gut. Nun lasst uns sehen, was die Zukunft birgt, einverstanden? Tja, ich denke, wie es aussieht, hätte ich gerne... Unheilige Ziehmutter, die schwarze Hand ruft euch an. Zeigt euch, gnädigste Mutter der Nacht. Wir erbitten eure Weisung. Toll, ist jetzt kaputt. Die Beschwörungsformel hat die verborgene Tür zur Gruft der Mutter der Nacht geöffnet. Ich muss den anderen Mitgliedern schwarzen Hand in der Gruft folgen. Sobald wir dort sind, wird der Verräter sicherlich versuchen, die Mutter der Nacht zu vernichten. Ich muss den Verräter um jeden Preis aufhalten. Go, go, Pussy Ranger. Warum beeilt ihr euch so? Hier sind ein paar Sachen kaputt. Aha. Springen wir mal hier rein. Was hat diese Schändung zu bedeuten? Wer wagt es, meinen Schlummer zu stören? Teuerste Mutter der Nacht, unheiligste Jungfrau. Wir erbitten eure Gnade in dieser Zeit der Not. Die schwarze Hand erbittet eure Weisung. Ah ja, ich habe euch erwartet. Der Zuhörer kniet jetzt bei Sitis und sein Nachfolger ebenso. Ein Verräter ist in eurer Mitte. Der Verräter ist tot, liebste Mutter. Wir sind gekommen, um euch um euren Segen zu bitten. Salbt einen von uns zum Zuhörer, auf dass sich die schwarze Hand wieder erneuern kann. Dummes Mädchen. Lucien Lachance, die Schitis bis zum das reicht. Ihr werdet für die Schmerzen bezahlen, die ihr mir zugefügt habt. Ich werde eure Mutter der Nacht vernichten und die dunkle Bruderschaft wird fallen.
Na klar, töte alle mit dem Dolch. Der Verräter ist noch am Leben. Es ist Mathieu Bellamont. Lass nicht zu, dass er der Mutter der Nacht etwas antut. Ring, ring, tötet ring. Ihn. Auf, Brett. Stirb, du Ratte. Verwirrt. Falscher Zauber. Was ist los? Werdet ihr... Moment... Müde? Wo seid ihr? Hey! Ha, ihr werdet mich nie besiegen! Ja, mal weiter drauf. Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Lass es uns zu Ende bringen. Der Verräter Mathieu Bellamont ist tot und die Krise der dunklen Bruderschaft ist jetzt vorbei. Oder etwa nicht? Ich war ab. Die Mutter der Nacht muss noch einen nur einen neuen Zuhörer ernennen. Ich sollte warten und hören, was sie zu sagen hat. Fortfahren. What get up? Endlich begegnen wir uns also. Ich habe eure seltsame Reise durch die dunkle Bruderschaft aufmerksam verfolgt. Die Tötung des Greisen Benlin, die Hinrichtung des Adamus Philida, wie ihr jedes einzelne Mitglied der Draconis-Familie verfolgt und ermordet habt. Die Reinigung der Zuflucht in Chardinal. Und obwohl ihr keinen hohen Rang innehattet, gelang es euch, im Alleingang die Hälfte meiner schwarzen Hand zu vernichten. Ich lebe nur, um der schwarzen Hand zu dienen. Ich weiß, mein Kind, ich weiß. Ihr habt euren Auftrag haargenau ausgeführt, im Namen der schwarzen Hand. Wie könnte ich etwas anderes als stolz auf euch sein? Ich hätte eine Belohnung. Nein, wütend bin ich auf meine anderen Kinder. Wisset, ich kannte Mathieu Bellamonts Absichten schon, als er noch ein Junge war. Ich wusste um seine Rachegelüste. Ich hätte meinen Zuhörer warnen können. Doch ich weigerte mich. Ich weigerte mich, solcherlei Unvermögen auch noch zu belohnen. Hundolin war schwach. Ja, ich ließ sogar zu, dass Mathieu Bellamont seinen zerstörerischen Weg verfolgte. Genau wie ich es euch ermöglichte, ihn zu stellen. Aber warum, verehrte Mutter der Nacht? Versteht ihr denn nicht? Der fürchterliche Vater sah vorher, dass ihr den Verräter besiegen würdet. Genau hier, in dieser Gruft. Ihr seid aus...